lachen. Ja, ich kann nicht lachen. Oh.
damals im 15. oder 16. Jahrhundert vom Papst Gregor, wo die Zeitverschiebung stattgefunden hat. Der Papst Gregor hat gesagt, ich behalte da und die Appenzeller halt dann auch. Und von daher kommt dann langsam der Brauch. Und dann langsam ist dann da Urnäsch, Hinterland, hat man früher gesagt, Bettelklaus. Sind so von Haus zu Haus. Und Getränke und vielleicht ein paar ab. Das ist dann halt noch wie heute. Aber heute sagst du nicht mehr Bettelklaus. Das ist ein Brauchtum. Ja, da gibt es ganz Wüste mit Hörnern, ja, und einfach furchterregende Läufe. Und dann gibt es die Schönen mit Kügeln und filigrane Sachen. Und dann gibt es noch schöne Wüste. Ich weiß nicht, welches es mir aber gibt. Schöne oder schöne Wüste. Sicher mit Haufen Erben verbunden. Haufen Freude und Haufen Erben. Und schön ist auch mal Kollegialität untereinander. Buddy. Psst. Und dann, wenn man dann den Morgen wieder leben kann, wie heute, ja, dann kommt es einem alten Klaus auch wieder. Das Herzpöppel wieder füllt. Gell? Ja, dir nicht. Nein, nein, nein. Danke, ja.